namens Jean. Soll Frankreich denn auf ewig in zwei Teile zerrissen werden? Was Gott geeinigt, soll der Mensch nicht scheiden. Es war ein Mädchen namens Jeanne. Es war eine Jungfrau namens Jeanne. Wer ruft mich? Wer ist's, der mich ruft? Wer rief mit Namen mich?
Jeanne. Erkennst du mich nicht? Ich erkenne das Kleid des Dominikaners, das weiße Kleid und den schwarzen Mantel. Das weiße Kleid, das meine Brüder von Paris und Rouen mit solchem Schmutz bedeckt, dass weder Messer noch Lauge es je reinigen vermöchten. Bruder Dominik, Gottes Güte wird es vermögen und das Blut dieses unschuldigen Kindes. Jeanne, meine Schwester, so hast du mich erkannt. Bruder, mein Bruder Dominik, wir sind Geschöpfe aus gleichem Stoff gemacht. Und ich bin ein Schäfchen aus der Herde, die da erkennt die Stimme ihres Hirten. Da meine Brüder und meine Söhne mich verrieten, da die, die der Wahrheit mächtiger Mund sein sollten, sich gegen den Willen Gottes zu deinen Anklägern und Richtern gemacht haben und das Wort unter den scheinheiligen Händen zum Zerrbild schufen, bin ich es selbst, ich, Dominique, der mit diesem Buch zu dir vom Himmel herniederstieg. Dominique, Bruder Dominique, allzeit sah ich so viele Schreiber rings um mich her am Werk. All dieses birgt mein Buch. Diese schreckliche Stimme, die mich befrug, und all diese eifrigen Schreiber rings um mich, all diese kreischenden Federn auf dem Pergament, dies alles ward ein Buch, ein mächtig Buch. Doch ich vermag es nicht zu lesen. Dass du das Buch verstündest, das ich dir gebracht, dazu bedarfst du keiner Schulweisheit. Das Bündel Worte, das diese Straßenkehrer in ihrem Küchenlatein geschrieben, dieser Prozess, den sie in ihrer derben Mundart sich zurechtgemacht, die Engel haben es auf ewige Zeiten in ihre himmlische Sprache übersetzt. So lies denn, Bruder, im Namen Gottes, dass ich es höre, derweil ich über deine Schulter schaue. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, so soll es sein. Jeanne, Ketzerin, Hexe, Abtrünnige, Gottesfeindin, Königsfeindin, Feindin des Volkes, fort mit ihr, man töte, man verbrenne sie! Ketzerin, Hexe, Abtrünnige, Bruder Dominique, dies alles ist Jeanne d'Arc, ist's wahr, dies alles soll ich sein? Wie denn die Priester, die ich verehrte, dies arme Volk, das ich so sehr geliebt, ihre Jeanne, dies arme Kind aus ihrer Mitte, sie wollen mich verbrennen, sie wollen mich verbrennen, leben! Du hast vernommen die Stimmen des Himmels, so höre, was hienieden nun aus ihnen ward, höre auch, was von ihnen blieb, höre die Stimmen der Erde. O ihr Spiritum, Pitonis habens, anima de natrida verit, ad magos et ariolos, et fornicata fuverit cum penis. Bonam, bonam, faciam meam contraeram, et interfuciam meam de medio populi mei. Thank you.
partibus addicta, inimica regis et populi. Verurteilten, als diese wilden Tiere sich rings um dich geschart, im Herzen Wut, mit schäumendem Maul, diese Priester, diese Männer des Staates, siehe, da ließ der Engel des Gerichtes, der da hält die Waage der Gerechtigkeit, mit einem Schlag von ihren Häuptern hinfallen Krone und Kutte. Hier sind sie, wie Sträflinge gekleidet, und sie empfangen nun die Masken und das Kleid, das ihnen angemessen. Bestimmt ist, dass Jeanne d'Arc, wie ehedem ihre Schwestern in der Arena Roms, den Tieren ausgeliefert werde, die Auserwählte Gottes, die Heilige. Die Priester sind es nicht und nicht die Menschen. Es sind die Tiere, die sie richten sollen. Die Richter, schweiget stille! Wer besteigt den Richterstuhl? Der Tiger! Der Tiger entschuldigt sich. Der Fuchs! Der Fuchs sagt, dass er krank geworden. Die Schlange. Die Schlange pfiff in ihrem Loch sich selber aus. Doch wie? Da ist ja niemand, der den Vorsitz führt. Wer ist? Wer schlägt sich vor, zu richten Jeanne d'Arc? Ich schlag mich vor, zu richten Jeanne d'Arc. Wer seid ihr denn? Sag an, wie nennt ihr euch? Ego nominor pontus. Ich heiße Kosch. Ich bin verkoschen.
sind die Assessoren? Wer seid denn ihr? Pecus de Pecore! Ja, nehmt Platz zu rechten und zu linken und empfangt eure Zeichen. Und nun sagt an, wo ist der Schreiber? Ich bin's, der Esel, Asinus Adus. Schande, successit in preclaro tribunali, das heißt, dass es dem weisen und hochgeladenen Gericht nach vielen Anstrengungen gelungen ist, bald durch milde, bald durch strenge Mittel, durch langmütiges, scharfsinniges Verhör moralischer und physischer Natur, die Wahrheit zu ergründen und das Bekenntnis zu erzwingen eines ganz verwirrten Geistes und grundverdorbenen Herzens. Ruhe! Und nun hat es dem König von Frankreich und England, unserem legitimen Herrscher, gefallen, dich hierher zu berufen, um ein gerechtes Urteil zu vernehmen. Du sollst nun hören, mit welch gewaltigem Eifer in seinem Mitleid dies löbliche Gericht, das ich mit Namen Koschon präsidiere, beschlossen hat, dich dank der hellen Flamme des Feuers von diesem Höllengeiste zu befreien, dem du, Verbrecherin, verfallen bist. Jedoch zuvor wollen wir einmal noch aus deinem Mund dein feierlich Geständnis hier vernehmen, das unser ruhiges Gewissen wohl bedarf. Auf die Knie! Johanna, filia Romee, fraterisne et confiteris te tenerrimam puellam, non naturale auxilio victoriam de maribus regis nostri, evulsisse et fortes exercitus eius, sicut paliam in progressissimam fugam versisse, übersetzet. Jean, bekennst du, dass du nicht durch deine eigenen Kräfte und die Mittel der Natur das Heer der Engländer besiegt hast? Ich bekenne! Sie bekennt! Schreibt! Johanna, filia Romee, fraterisne et confiteris te auxilio, diaboli potentissimi, alapum derisse regi nostro et fortes exercitus eius in progressissimam fugam versisse, übersetzet. Schon bekennst du, dass mit des Teufels Hilfe unseres mächtigen Herrn... Sitzen! Sitzen, Dummköpfe! Setzt euch in Teufels Namen! Schande, bekennst du, dass du mit des Teufels Hilfe solches vollbracht? Ich sage... Nein! Was sagt sie? Sie sage... Ja! Ja! Schreibt, dass sie ja gesagt. Jetzt will den Gerichtshof ich befragen. Pecus
Pecus quidicis. Pecus quidicis. Habemus confitentem reum. Docti et sancti fratres, sic vobis justum et equum videtur, ut Joanna, filia Rome, striga, morte condemnatur. Moriunt striga! Fiat voluntas regis nostri. Audi visti sententiam! Inimica regis et totius generis humani. Durch die Nacht. Es ist kein Hund. Es ist Iblis, der Verzweifelte, der einsam heult in den Tiefen der Hölle. Kirche, die Priester, alles, was auf dieser Welt ehrwürdig und weise, dies alles verdammt mich einmütig. Erklär mir, Bruder Dominik, was habe ich denn verbrochen? Was? Lies mir, was in dem Buche steht. All diese hohen Herren, die dich verurteilt haben, diese Weisen und Gelehrten, Missgeburt, Tagedieb, Jammergret, nasse Maus. Sie glauben wohl an den Teufel, doch nicht an Gott. Der Teufel, der ist greifbar. Die Engel, fauler Zauber. Der Teufel, den du verabscheutest, der hat dir geholfen. Die Engel, die du anriefst, die ließen dich im Stich. Und da du zwiefach schuldig bist, verdammen sie dich zwiefach. Dies ist die Wahrheit der Hohen Schule. Dies sind die unberühmten Gelehrten, die dem Heiligen Vater Nasenstüber verabreichen. Doch ich, das arme Hirtenmädchen aus Domremy, wie bin ich denn hierher gekommen? Du kamst hierher von wegen des Kartenspiels, das ein närrischer König erfand. Was ist's mit diesem Kartenspiel? Man wird es dir erklären.
Der Kartenspiel enthält für Könige, dann für Damen und erhoben viel. Jetzt zählt es sieben Ziffernzahlen. Das Ergebnis der Partie ist, dass die Könige den Platz wechseln. Wer südlich kam, der geht nach Norden um. Wer im Osten sich befand, geht nun nach West, man wechselt. Königinnen, nur sie vertauschen je die Plätze, sie bleiben immer da. Macht Platz die Majestäten an. Der König von Frankreich, Ihre Majestät, die Torheit. Der König von England, Seine Majestät, der Hochmut. Der Herzog von Burgund, Seine Majestät, der Geiz! Wer ist denn der vierte König, sagt? In jedem Kartenspiel befindet sich auch noch der Tod. Der Tod! Und jetzt so sieht hier aus ein Weib, die vielgetreue Gattin, die sein Lager teilet mit ihm. Ihre Majestät, die Wollust! Der König wechselt seinen Platz, die Damen. Die Majestät, Hochmut, die Majestät, Frau Torheit, die Majestät, Habsucht, die Majestät, Frau Wollust, sie allesamt. Behalten ihren Platz und bleiben immer nah bei Doch, die uns. Das Spiel wirklich und endlich entscheiden, die sind die Könige, nicht die Damen, nein, die Buben sind. So lass die Buben herein. Seine Gnaden, der Herzog von Bedford. Seine Hoheit, Johann von Luxemburg. Seine Hoheit, Brignon von Chartres, Wilhelm von Flavie. Der ist, der hinter mir das Gitterschloss zu Compiègne. Das Spiel beginnt, es sind der Teile drei. Erste Partie. Ich habe verloren, das heißt gewonnen. Ich habe gewonnen, das heißt verloren. Zweite Partie. Ich biete Trumpf. Ich steche. Dritte Partie. Verloren. Ich habe
habe verloren, aber die Taschen voll Geld. Ich habe gewonnen und die Taschen voll Geld. Ihr Herren, ich überliefere euch Jeanne d'Arc, die Jungfrau. Die Hexe. Guten Tag, meine Herren, und auf ein frohes Wiedersehen. Diese Glocken durch die Nacht. Totenglocken. Sie laden ein, die frommen Seelen für Jeanne d'Arc zu beten. Ketzerin, Hexe, Bestie, Verfluchte. Dank euch, gute Glocken, meine Schwestern, meine Stimmen, die verstummten. Siehe, nun höre ich sie wieder. Die dunkle und die helle Glocke. Die heilige Katharina, die das De Profundis singt. Ja, ich erkenne sie. Und die heilige Margarete, die dort im Himmel sagt, in blau-weißen Farben. Vater, Mutter, so habe ich sie einst in Dormini gehört. Katharina, Margarete. Jesus, Maria, die beiden Farben schrieb ich auf mein blau-weiß Banner. Jesus, Maria, Katharina, Margarete und ich, das kleine Mädchen in den Brennnesseln und Butterblumen, war so verwundert, dass ich vergaß, mein Brot zu essen.
Weinfass, lang ist's her, dass ich euch sah. Mühlenwind, mein Gatte, du siehst recht elend aus. Du Armer, seit wir uns das letzte Mal gesehen. Mutter Weinfass, meine Gattin, sieh, da bring ich feinsten Speckkuchen aus der Picardie. O Mühlenwind, mein Gatte, der du dich nach allen Winden drehst, hier bring ich dir in diesem Fässlein etwas, was dich zum Stehen bringt. Mutter Fass, mein Weib, das gute Brot und der vorzügliche französische Wein sollen fortan ungeschieden sein. Gut gesprochen, Mühlenwind, mein Freund, lass dich umarmen. Volk, ungeschlacht und grob. Schämst du dich nicht, solch ein heidnisch Freudenfest zu veranstalten? An diesem heiligen Weihnachtsabend, da unser Herr und König sich nach Reims begibt, um dort von Engelshand gekrönt zu werden. Ja, ist's nicht der Augenblick, einen Schluck zu trinken, weil Mühlenwind Hans Traubensaft gefunden hat? Und da die eine Hälfte Frankreichs nun sich an der Brust der anderen findet. Und dann ist's hundemäßig kalt. Man kann's wohl sagen, so lange hier zu warten, bis man angefroren ist. Ein Schlücklein Wein, ein Tänzchen, kann doch niemand schaden. Ach, der Wald selbst hat sein Haupt mit einem weißen Schleier verhüllt, um auf die Wunder dieser heiligen Nacht sich vorzubereiten. Und ihr anderen, bereitet eure Herzen auf das Wunder, das sich nun vollziehen wird. Wir haben Perrault hinaufgeschickt, um auszuschauen. Hey Perrault, du da oben! Hast du schon was gesehen? Ich sehe ein kleines Licht. Der König! Der König von Frankreich! Her, meine Kinder! Schaut alle euch um mich. Wir wollen nun gemeinsam unsere schöne neue lateinische Hymne einüben. Die Erde hat unter den Füßen unseres Königs einen großen weißen Teppich ausgebreitet. Und wir, von der Loire bis Reims, müssen einen Teppich gewoben aus Gebeten entrollen. Aspiciens Alonge. Wisset, es ist das jüdische Volk, das den Messias erwartet, wie wir unseren Herrn und König. Aspiciens weit hinschauend in die Ferne, die Hand über den Augen. Alles ist voll Dunkelheit und Verwirrung. Thank you.
kommt! Er kommt! Er kommt! Er kommt! Der König von Frankreich! Der König von Frankreich! Der König zieht nach Reims! Der König zieht nach Reims! Gott ist's, der es vollbracht. Gott selbst im Bunde mit der Jungfrau Jeanne. Nicht haben jene Stimmen mich betrogen. Katharina, Margarete, sie täuscht mich nicht. Sein Kommen, doch ich nahm sein Pferd am Zügel. Ich bin's, die ihn hergeführt im Zuge mitten durch Frankreich. Ich bin's, die ihn hergeführt nach Reims. Ich bin's, ich errettete Frankreich. Ich bin's, ich vereinigte Frankreich. Alle die Hände von Frankreich in einer einzigen Hand, einer starken Hand, die keiner jemals mehr trennen kann. Einen irdischen König, dass du dein Blut vergossest? Ich höre die heilige Margarete im Himmel. Vereint mit dem Gesang der Nachtigall. Und die seligen Sternlein verlöschen eins nach dem anderen bei der Stimme dieser hilfreich heiligen Schwester. Des Buches Seiten, nächtig, blutig, Meerfarben und Purpur. Sie haben sich unter meinen Händen
entblättert und nichts verblieb auf dem jungfräulichen Pergament als ein golden Schriftzeichen. Wie schön ist diese Normandie. So rot, so rosenfarben. Rot vor Glück und rosenfarben gleich der Unschuld. Bereitet sie sich nicht mit mir, die heilige Kommunion im funkelnden Tau zu feiern? Wie süß ist's für die Jungfrau Jeanne im Monat Mai empor zum Himmel aufzusteigen. Wie herrlich bist du, meine schöne Normandie. Doch Bruder Dominik, was sagtest du, wenn ich und Margarete dir die Schönheit Lothringens, unserer Heimat, weisen könnten? Sprich, Jeanne, sprich. Denn ich weiß, dass es Dinge gibt, über die ein kleines Mädchen mich belehren könnte. Mich, der mit Eisen und Leder gegürtet, wohl früh schon mit verschlossenen Augen auf dem Pfad der Buße wandelte. Wie könnte ich's dir erklären? Da doch am Himmel noch ein Dutzend Sternlein stehen, die mehr als ich zu künden wüssten. Von deinem Schwerte künde mir. Ist zwar, dass du dein Schwert, diese furchtbare Waffe, vor der Burgunder und Engländer die Flucht ergriffen, in einer zerstörten Kapelle fandest. Nein, nicht in einer zerstörten Kapelle. In Doremi ward mir's verliehen. Mein Banner in der Linken, mein Schwert in der Rechten. Ha, wer konnte mir da widerstehen? Jesus. Ich bin schon fort. Zu wem denn redest du? Bist du taub? Hörst du denn nicht die Stimmen rufen? Jeanne, 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 Tochter von Gott, fort von hier. Ha, es ist nicht Hexe diesmal, was sie rufen. Es ist nun mein Christenname, den ich bei der Taufe erhalten. Jeanne, es ist nicht der Ketzerin. Und Verworfene, und was weiß ich sonst noch, all diese Spottnamen. Sie ist Tochter von Gott. Jeanne, Jeanne, Jeanne. Wie schön, Tochter von Gott zu sein. Margarete, das ganze Volk zugleich, der Toten und der Lebenden ruft, Tochter von Gott. Jeanne, Jeanne, Tochter von Gott, fort von mir. Nun denn, ich gehe. Doch von dem Schwert hast du mir nicht gesprochen. Dass du mein Schwert verstündest, müsstest du ein klein lothringisch Mädchen sein. Aus dir aber kann ich doch kein lothringisch Mädchen machen. Ich kann dich bei der Hand nicht nehmen, bei der Hand und mit mir spielen und Trimasos Liedlein singen mit Aubin und Ruffin. Sie singen. Wir kommen hier.
hast du's verstanden, Bruder Mönch? Für mich braucht's keinen Jammermann und keine nasse Maus, um mir's zu künden. Der Lindenbaum vor meines Vaters Haus hat's mir gesagt, gleich einem hohen Priester im weißen Überwurf. Erzähle. Ich höre zu. Es ist bitterkalt im Winter. Kälte und Raureif hüllen alles ein. Man möchte glauben, alles sei gestorben. Vom Frost erstarrt die Menschen. Und überall nur Schnee, gleich einem Leichentuch, und Eis, gleich einem Panzer. Und alles tot und alles ausgestorben. Aber es bleibt Hoffnung, Hoffnung, die da ist, die stärkste. Man möchte glauben, alles sei gestorben, doch da beginnt ein Rotkehlchen zu singen. Tochter von Gott, fort von hier. Ein kleiner, böser Wind beginnt zu blasen. Ein feiner, warmer Regen fängt zu fallen an. Und kaum schließest du die Augen und zählst auf drei, und alles ist verändert. Du zählst auf vier, und alles ist verwandelt. Tochter von Gott, Tochter von Gott. Alles ist rot, grün, weiß. Der die Pflaumenbäume am Blühen hindern wollte, der müsst wohl schlau sein. Und einer, der den Kirschbäumen ihre überreiche Frucht versagen wollte, ja, von dem sagte mein Vater, der müsst ja wohl am Morgen früh aufstehen. Ja, und zu dieser Stunde war's, da Katharinens und Margaretens Stimmen sich zu mir erhoben. Jeanne, im Monat Mai ihr Schlachtross besteigt, da müsste einer wohl ein schlauer Schelm sein, der ganz Frankreich hindern wollte, aufzubrechen. Hörst du die Ketten, wie von allen Seiten sie zerspringen und zerbrechen? Ha, diese Ketten hier um meine Hände, ich lache ihrer, nicht ewig werde ich sie tragen. Man hat gesehen, was Jeanne mit ihrem Schwert vermag. Ist dir die Macht des Schwertes nunmehr offenbar? Die Macht des Schwertes, das mir Michael verlieh. Dies Schwert, dies lichte Schwert, sein Name ist nicht Hass, sein Name ist Liebe. Rouen, Rouen, du
verbranntes Jeanne d'Arc. Doch ich bin stärker als du. Und du hast mich nicht in Ewigkeit zu Schanden kommen lassen. Doch es gibt Hoffnung. Wieder ist die Stärke. Nur der Glaube ist, der da ist. Eine Träne für Jeanne. Ein Gebet noch für Jeanne. Ein Gedanke zuletzt. Sie ist nicht zum Trank, sie ist nicht zum Mahl. Wir brauchen nur ein Lichtlein klein. Wir bringen uns dort. Ich selbst, ich werde dieses Lichtlein sein. Ich nehme nur mein Fleisch.
mein Volk von Frankreich. Ist es wahr? Ist es wahr, dass du mich verbrennst? Leben. Dieser Priester, der hier zur Stelle war eben und der hinhielt das Buch, dass ich es lese. Wo ist er nun? Er verlässt mich. Er ist nicht mehr hier. Er ist fern schon. Und ich bin einsam. Unterschreib doch! Unterschreib dieses Papier! Gesteh! Gesteh, dass du lügst! Wie könnte ich unterschreiben? Da meine Hände gebunden. Man würde deine Ketten lösen. Andere Ketten sind's. Stärkere, die mich halten. Und welch stärkere Ketten? Stärker als die Ketten aus Erz sind die Bande der Liebe. Die Liebe ist's, die mir die Hände bindet und die mich nicht unterschreiben lässt. Die Wahrheit ist's, die mir die Hände bindet. Ich kann nicht lügen. Thank you.
Atem. Es ist